so einen Quatsch. Das war unsere beste Quelle. Diese Kamera ist neu, ich wusste nicht. Das ist wirklich schlimm. Mhm. Ist dein Gesicht erst im System, haben sie dich. Ja. Bußgelder, Altersvorsorge, Hypotheken. Mhm. Aber vielleicht willst du das ja, keine Ahnung. Ich zieh's vor, hier und da was abzuzweigen. Ich doch auch. Wirklich? Ja. Interessant. Denn die meisten wollen Quadrillionäre sein. Das ist der Traum, so machen sie dich süchtig. Süchtig nach Zucker, süchtig nach Koffein. Hahaha, heul, heul, heul. Ich weiß sie raus. Ich kann $10,000 für den Raum kriegen, verstehen Sie? $10,000? Wir haben ein Kind. Diese Wand ist ein Schwamm. Ein Schwamm. Dieses Gebäude sollte abgerissen werden. Wir könnten beim Gesundheitsamt Anzeige erstatten. Was? Okay, dann. Geben Sie uns bis Freitag Zeit. Sie bekommen dann 1500 Bar auf die Hand. Bis Freitag haben wir es. Wir brauchen nur Zeit, um es zusammenzukriegen. Morgen Freitag? Ist das morgen? Ich habe das nicht wörtlich gemeint. Das sagt man doch so. Bis Freitag. Das heißt einfach bis Ende der Woche. Nächsten Freitag. Den Freitag drauf. Den Freitag nach dem nächsten Freitag? Ja. Sind diese Turbulenzen normal für diese Flugroute? Ja. Wirklich? Ja, absolut. Das ist... Oh, nein! Ach, was? Oh! Ich dachte, ich hätte meine Kopfhörer vergessen. Haben die gesagt, ob es hier WLAN gibt? Ich weiß nicht mehr. Oh ja, doch. Aber man muss zahlen. Warum machen die das? Lassen Sie es aus. Oh, das? Ich weiß, ich bin echt schlimm. Ich schlafe auch damit. Ist wie ein dritter Arm. Es ist ein Werkzeug. Es wurde eigentlich vom und für das Militär und die Nachrichtendienste entworfen. In erster Linie für die CIA und Bodentruppen. Ein mächtiges und gefährliches Werkzeug. Sie haben keins. Ich nutze es so, wie es mal gedacht war. Und ich ziehe es nicht hübsch an und spiele nicht damit. Dann dürfen Sie nicht meine Mom kennenlernen. Ich bin Melanie. Super, okay. Herr Melanie, das ist Old Dolio. Old was? Dolio. Old Dolio. Okay, finde ich gut. Also das ist genau das, was ich schon immer mal vorhatte. Nicht anfassen! Nicht den Tisch anfassen! Ich habe schon viel kleinere Beben erlebt. Alles wird elektrisch und rums. Und so wird auch das Große anfangen. Der Lärm, er wird immer lauter und lauter und lauter. Dieses aber wird nicht lauter. Das Große wird laut sein. Ich meine, wenn du Glück hast, wirst du zerquetscht. Und dann ist es aus, gleich an Ort und Stelle. Augenblicklich. Ein ewiges Nichts. Wow. Na dann. YOLO. Hab ich recht? Warum liegen da Cracker auf dem Teller? Geh nicht, Schatz. Schatz. Du hast mich noch nie so genannt. Doch, das hab ich. Ich hab dich so genannt. Ach. Dann nenn mich Schatz. Was ist das? Was ist das? Von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Du kannst das nicht. Ich wette, wenn es dafür Geld gäbe, könntest du es, hä? $1,575, wenn du mich Schatz nennst. Oh, geteilt durch drei. Das sind 525 für jeden. Dieses Mal würde ich es nicht auf diese Art machen. Es ist ein Wort, sag es. Okay, danke oder was auch immer. Hier, das sollte dafür reichen. Also denn, du hast einen Großeinkauf gemacht, was weiß ich. Nein, man bezahlt nicht für... Okay, du bist auf Entzug. Was? Du scheinst süchtig nach ihm zu sein. Als mein Cousin Timothy versucht hat, von den Pillen loszukommen, kam er erst ganz gut klar. Aber dann hat er doch immer wieder das Gefühl gehabt, dass er sie braucht. Naja, ist ja ein bisschen was anderes, sind ja meine Eltern. In welcher Hinsicht? Was? In welcher Hinsicht sind sie deine Eltern? Nenn ein Beispiel. Wir teilen alles durch drei. Machen wir, seit ich klein war. Für was gibst du deins aus? Für... Dein Drittel. Wir beteiligen uns an allem gleich. Genau genommen ist das auch noch ein Beispiel. Das sind dann schon zwei Dinge.
Warte. Und los. Jetzt. Da ist eine Kamera. Und da. Und da auch. Bargeld. Nein, Geldanweisung. Das ist keine billige Krawatte. Denn die meisten wollen Quadrillionäre sein. Das ist der Traum. So machen sie dich süchtig. Süchtig nach Zucker, süchtig nach Koffein. Hahaha, heul, heul, heul. Ich zieh's jedenfalls vor, abzusagen. Ich doch auch. Februar, März, April? Wir müssen vielleicht doch in Raten bezahlen. Miete ist doch eine Rate. Das ist eine monatliche Rate, die man zahlt. Sie sind echte Charaktere, super einzigartig. Aber du würdest für sie bürgen, oder? Sie hat fälschen gelernt, bevor sie schreiben konnte. Ehrlich gesagt hat sie so schreiben gelernt. Meine Lieblingsfilme sind die Ocean's 11-Streifen. Das ist genau das, was ich schon immer mal durchziehen wollte. Und was machen deine Eltern so, Schatz? Schatz, du hast mich noch nie so genannt. Ich wette, wenn es dafür Geld gäbe, könntest du's, hä? Huh? Du bist süchtig nach ihnen. Sie sind meine Eltern. In welcher Hinsicht? Wir teilen alles durch drei. Machen wir, seit ich klein war. Dieses Mal will ich es nicht auf diese Art machen. Dann tu's nicht. Du willst nichts anderes, als aus uns falsche, verlogene Menschen machen. Wir backen keine Pfannkuchen oder packen kleine Geburtstagsgeschenke. Oder nennen dich Liebling oder Baby. Oder führen Tänzchen auf. Ich dachte immer, es wäre eine Beleidigung, dich wie ein Kind zu behandeln. Und ich dachte, da wären wir uns einig. Wir können immer nur so sein, wie wir sind. So wird auch das große anfangen. Wenn du Glück hast, wirst du zerquetscht. Und dann ist es aus, gleich an Ort und Stelle. I miss